Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Lenovo Yoga und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Notebook vom Ladekabel getrennt ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Ja, ich nutze dafür ein Universalwerkzeugset. Da sind alle Schrauben und Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, wenn ihr Interesse habt. Und ich suche mir hier einen Aufsatz, und zwar für die Torx-Schrauben, und das ist ein T5. Und mit dem löse ich dann die Schrauben hier jetzt mal im Schnelldurchlauf. Gut, dann schauen wir mal, wo die Gehäuseunterseite mit dem Gerät verbunden ist. Und wie man hier sehen kann, ist die so gut wie nicht eingerastet. Die liegt mehr oder weniger nur auf dem Gerät drauf und wird durch die Schrauben gehalten. Es gibt also keine Clipser. Und das heißt, dass man die Unterseite eigentlich einfach vom Gerät abnehmen kann, ohne die aufzuhebeln, wie man hier schön sehen kann. Ja, so sieht dann die Unterseite von innen aus. Und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Der Stecker hat so eine kleine Erhöhung, die man greifen kann. Und ja, da kann man das einfach mit dem Fingernagel fassen und dann nach unten hin abziehen, bis der Stecker vollständig gelöst ist. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen. Dafür wechsle ich jetzt den Aufsatz zu einem Kreuz, und zwar ein PH0. Und auch das mache ich jetzt hier im Schnelldurchlauf. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Hier sehen wir die SSD, und um die auszutauschen, muss man eigentlich nur die Schraube hier lösen. Und dann kann man die gesamte SSD einfach ein bisschen nach oben ziehen und zur Seite rausnehmen und gegebenenfalls durch eine neue ersetzen. Ja, die schiebt man dann einfach wieder hier rein. Macht die Schraube auch wieder fest und fertig. Der RAM ist bei diesem Gerät unter diesem Blech, der ist aber fest verlötet, sprich den kann man nicht tauschen oder erweitern. Aber ich zeige euch den hier mal von nahen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese drei Schraubenpaare hier lösen und dann das Kabel hier trennen und den Klebestreifen hier noch abziehen. Das Kabel ist mit einem Kippstecker verbunden, das heißt, das kann man nicht einfach rausziehen. Dafür muss man erst den Stecker nach oben klappen, das gibt dann das Kabel frei und dann kann man es lösen. Beim Wiederverbinden einfach nur darauf achten, dass man das Kabel bis
zu dieser Linie hier wieder reinsteckt und dann erst den Stecker wieder umklappt. Gut, kommen wir zu den Lüftern. Die Lüfter, die wir hier sehen, laufen unter dem Mainboard zusammen. Da ist dann der Heatsink und die kann man nur komplett tauschen. Die gibt es also nur zusammen mit dem Heatsink und dazu muss man das komplette Mainboard ausbauen. So, bevor wir das Gerät wieder zumachen, bauen wir natürlich den Akku wieder ein. Und ja, ich verbinde jetzt hier den Stecker, bevor ich den Akku einlege. Das ist in dem Fall ein bisschen einfacher. Da schaut man einfach, dass der Stecker wieder richtig sitzt. Und dann kann man den Akku wieder in diese kleinen Ösen hier reinlegen. Hier kann man sogar sehen, wenn der Akku richtig drin steckt, das blaue Licht signalisiert, dass das Laptop wieder Strom hat. Ja, und dann verschrauben wir den einfach wieder und legen die Gehäuseunterseite wieder drauf. Beim Zuschrauben möchte ich noch kurz auf was hinweisen. Und zwar gibt es hier innen an den Schrauben kleine Plättchen, die sorgen für ein bisschen Abstand. Allerdings brechen die auch sehr, sehr schnell raus. Man kann das hier ganz gut sehen. So sehen die aus. Und wenn man die Schrauben zu fest mit zu viel Druck zudreht, dann können die abbrechen, so wie man das hier sieht. Und an diesen Stellen hält die Gehäuseunterseite nicht mehr richtig am Gerät. Deswegen beim Zuschrauben auf jeden Fall nicht zu fest. Einfach so, dass es gut hält und dann ist das auch erledigt. So, das war's auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.